Guten Tag miteinander, das ist die Sommershow auf dem Nebelspalten und heute mit einem ganz interessanten Gast, mit dem Stefan Brutbacher. Stefan Brutbacher ist Direktor von der Swisswem. Danke, dass du da bist. Freut mich sehr. Wir können hier diskutieren. Warum eigentlich? Erstens, Stefan Brutbacher ist in der Stadt Zürich aufgewachsen, ist Direktor von einem der wichtigsten Wirtschaftsverbände der Schweiz, von der Maschinenindustrie, immer noch ein ganz wichtiger Arbeitgeber in diesem Land. Er hat, eine gute Ausbildung, oder? Du bist Dr. Jur, also Jurist. Gleichzeitig hast du einen Master erworben in Amerika. Internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Wirtschaft. Kennst das also auch gut? Hast nachher als Generalsekretär von der FDP gearbeitet. Also kennst du den politischen Teil sehr gut. Nachher bist du ins Generalsekretariat von Johann Schneider-Ammann, im Bundesrat, damals Wirtschaftsminister. Bist gegangen für 4 Jahre und dann eben in Swisswem. Und jetzt, und das ist der Grund, warum wir reden, Widler im Nationalrat. Und das wäre eine gute Idee. In dem Sinn geht es darum, dass ihr alle den Stefan Brutbacher kennenlernt und vor allem wissen, dass ihr den zweimal wählen müsst. Das wäre sehr gut. In dem Fall, Stefan, würde mal anfangen mit den grossen Themen, die die Leute bewegen. Wir haben so das Spannungsfeld Zuwanderung, Rekordzuwanderung, gleichzeitig haben wir Personenfreizügigkeit und wir haben einen Fachkräftemangel, der vor allem eher von der Wirtschaft moniert. Was sollen wir da machen? Also zuerst einmal, Markus, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, da zu sein. Und du sprichst wahrscheinlich das Thema an, das emotional bei vielen Bürgern extrem wichtig ist, nämlich 150'000 Leute sind gekommen und das ist schwierig. Und unsere Perspektive ist folgende. Wir brauchen in der Industrie hervorragend ausgebildete Leute. Und im Unterschied zu ganz vielen anderen Sektoren sind wir nicht in die Breite gewachsen, indem wir immer mehr Leute einstellen, sondern wir sind produktiver geworden. Also ein Industriemitarbeiter im Vergleich vor 20 Jahren ist 60% produktiver. Und das bedeutet, dass man heute beispielsweise bei einer Fräse in Solothurn mit 40 Arbeitsstunden 140 Maschinenstunden hat. Also hervorragend. Die wir aber brauchen, die brauchen wir, weil die Maschinen, Elektro- und Metallindustrie, wie wir uns heute nennen, die Tech-Industrie, global führend ist. Aber wir akzeptieren auch, dass natürlich 150'000 Leute einen Stress geben. Und dann muss man ehrlich miteinander sein und sagen, dann muss man endlich die Infrastruktur ausbauen, sowohl bei den Strassen wie auch im ÖV. Da muss man 5G ausbauen, da muss man all diese Themen anpacken. Und da muss man sich als Drittes natürlich auch noch überlegen, wo brauchen wir oder wo hat unsere Gesellschaft wirklich Probleme? Sind es nicht Probleme, wenn in gewissen Themen Leute in das Land hineinkommen, die sich nicht integrieren wollen, die nicht arbeiten wollen, die auf der Sozialhilfe sind? Und dort muss man sich fragen, wo tun wir als Schweiz Grenzen tun? Persönlich, und das ist rein meine persönliche Ebene, ich kann es nicht verstehen, wie 120 Leute aus Eritrea sich auf einer Wiese gehen, verschlagen. Polizei muss kommen, Sanität muss kommen und wieso der Steuerzahler das zahlen muss. Da hört mein Verständnis absolut auf. Ich glaube, das ist überhaupt natürlich das Problem an dieser ganzen Debatte, dass es so unglaublich verschiedene Themen sind. Das eine ist, wir haben den Asylbereich, wo ich finde, ist ein Chaos, das machen wir nicht gut, das machen aber fast alle nicht gut in Europa. Das ist nicht gut. Da holen wir wahnsinnig viele Leute noch hin, die wir von Anfang an schon wissen. Das sind eigentlich nicht politische Flüchtlinge, sondern sind Wirtschaftsflüchtlinge und wir bringen die fast nicht mehr zurück. Das ist ein Thema. Aber es ist eben sehr emotional. Das Thema. Das ist genau das, was du sagst, oder die Schlägerei, das hat natürlich die Leute aufgeregt. Völlig richtig, oder? Regt die Leute auf. Aber das Zweite finde ich, bei der Personenfreizügigkeit habe ich eben das Gefühl, müssen wir auch probieren, irgendwie müssen wir dort korrigieren. Weil es kann nicht sein. Oder das, was du sagst, ist völlig richtig. Die Industrie ist unglaublich tüchtig in den letzten Jahren. Sie brauchen irrsinnig gute Leute, aber sie brauchen nicht mehr so viel wie in den 70er Jahren zum Beispiel, oder? Also ich habe Zahlen im Kopf der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie hat von 2011 bis irgendwie 2020 haben die 9'000 Stellen besetzt in der Schweiz. 9'000 Stellen. Das ist nicht so wahnsinnig viel, nicht gegen die Pharmaindustrie. Aber für die 9'000 Leute haben wir gleichzeitig eine Zuwanderung von 500'000. Also weißt du, was ich meine? Ich denke, das Modell, das wir heute haben, führt dazu, dass wir die Leute, die wir unbedingt brauchen, nur überkommen, indem wir noch ganz viele Leute brauchen oder reinholen, die wir eigentlich nicht brauchen können. Wir sehen es beim Staat, oder? Der Staat zieht wahnsinnig viel von denen an, das Gesundheitswesen und so weiter. Und ein Teil wird eigentlich auch ausgelöst durch die Zuwanderung selber, oder? Weil wir brauchen mehr Spitäler, weil es mehr Leute hat. Was können wir da machen?
Oder da gibt es wie von zwei Strategien. Die eine Strategie ist, man greift Personenfreizügigkeit an und will Personenfreizügigkeit ändern. Und da kann ich einfach sagen, als auch Vorsitzender vom Europäischen Tech-Industrieverband, wo ich zweimal pro Monat mindestens in Brüssel bin, dort werden wir einfach auf eine Wand vom Unwillen mit der EU stoßen. Was wir aber machen müssen, ist Folgendes. Erstens einmal müssen wir wirklich dort, wo eben das breiter Wachstum stattfindet, namentlich beim Staat, dort müssen wir vor allem alle bürgerlichen Parteien einen Riegel schieben. Es kann doch nicht sein, und das sage ich als Stadtzürcher, Kantonszürcher, dass der Kanton Zürich nicht nur 1500 Stellen aufbauen tut in einem Jahr, zum grössten Arbeitgeber in diesem Kanton geworden ist, sondern dann auch noch 3,5% Lohnzuwachs gibt, zahlt aus den Steuern unter anderem von unseren Firmen und damit HR, IT-Leute und alle sonstigen Leute von unseren Firmen abzieht. Das geht nicht. Aber damit müssen wir nicht PFZ angreifen, Personenfreizügigkeit, und uns in ein Schlamassel mit der EU bringen, sondern was wir machen müssen, wir müssen dem Staat endlich mal sagen, du darfst nicht mehr weiter wachsen. Du tust jetzt Digitalisierung nutzen und damit deinen Arbeitskräftebedarf reduzieren. Das Gleiche ist in der Bildung oder in den Spitälern haben wir null Anreiz, dass man das Arbeitskräftewachstum reduzieren tut, dass man auch effizienter kann arbeiten. Also muss es auch dort intern etwas sein. Und das Dritte, und das wollen viele Leute natürlich nicht hören, aber das Dritte ist, wir müssen uns doch selber wieder fragen, ist es denn schlecht zu arbeiten? Wieso ist es eigentlich modern und super, wenn ich nur noch möglichst wenig arbeiten tue? Ich persönlich bin immer privilegiert gewesen, eine wahnsinnig spannende Stelle zu haben, aber ich habe es auch immer lässig gefunden, für das Land einen guten Job zu machen, weil wir leben in einem Paradies, und wenn man in einem Paradies lebt, dann ist das eine Verantwortung, dann muss man den Ärmel zurückkrempeln und dann muss man halt sich überlegen, statt 50, 60, vielleicht auch 70 oder 80% zu arbeiten, das reduziert den Fachkräftebedarf. Und damit zu einer Zahl. Du hast von den Pharma-Jobs geredet. Wir in der Industrie stellen jedes Jahr 17.000 ein. 17.000 gehen in die Pension. 13.000 können wir einstellen. Das ist jedes Jahr netto 4.000, die uns fehlen tun, wo wir irgendwie die Lücken schliessen müssen. Das machen wir einerseits durch die Ausbildung von unseren eigenen Lehrling, das sind nämlich die Besten, weil wir die beste Berufslehre haben in der Schweiz, weltweit. Das sind die besten Leute. Aber und das Zweite ist, wir müssen halt weiterhin Leute aus der PFZ haben. Absolut. Also erstens, dass wir uns richtig verstehen, PFZ würde ich auf keinen Fall künden, und das würde ich nicht machen. Aber es ist völlig klar, meiner Meinung nach, dass das Modell, das braucht Anpassungen. Und da muss uns die EU entgegenkommen, und wir müssen halt schauen, dass wir mit anderen Sachen, wo wir ihnen andere Sachen können machen, die für sie ganz wichtig sind, dass wir endlich sie dazu bringen, dass sie einsehen, die Schweiz ist ein Sonderfall. Weil ich muss schon mal Zahlen anschauen, du weisst es auch. Es ist Luxemburg ist ein Sonderfall, der enorme Zuwanderung hat. Und dann sind wir und noch England, wo auch nicht mehr dazugehört. Und zwischen, ich meine Holland, wo ein tüchtiges Land ist, die haben, glaube ich, etwa 6% Ausländeranteil. Dänemark hat einen Anteil unter 10%. Die laufen wirtschaftlich sehr gut, die brauchen auch Fachkräfte, aber sie brauchen nicht so einen unglaublichen Zuwanderungsdruck, um die Fachkräfte zu rekrutieren. Deshalb glaube ich dort wirklich, aber da müssen wir jetzt nicht weiter vertiefen, da müssen wir noch länger diskutieren. Dort müssen wir auf jeden Fall etwas machen, da bin ich überzeugt. Nicht künden, aber wir müssen die EU dazu bringen, dass sie uns entgegenkommt. Das Zweite ist, ich glaube, die Bürgerlichen, und da denke ich jetzt auch an unsere Partei, die FDP, hat das verpasst, dass man überall dort, wo man könnte steuern und Zuwanderung runterbringt, dass man dort etwas macht. Du hast es angesprochen. Ich meine, die Akademisierung, die wir erleben, die haben wir Bürgerliche immer mitgetragen, meiner Meinung nach, völlig zu Unrecht. Es ist ein richtiger Blödsinn. Wir wissen alle, Berufsbildung ist das Beste, was die Schweiz wahrscheinlich hat. Jeder Strukturwandel, wir haben es vorher ein bisschen vorher diskutiert, oder? Meine, ich komme aus Baden, mein Vater kommt von der ABB. Ich habe erlebt, wo mein Vater dort geschafft hat, in den 70er Jahren, hat die ABB dort 16.000 Arbeitsplätze gehabt. In Baden. Das war mehr gewesen als die Bevölkerung. Und heute hat die ABB, glaube ich, etwa noch 1000 oder 1500. Ich weiss es nicht einmal genau. Und ein paar Schwesterfirmen. Genau. Aber der Punkt ist, was ich machen will, ist, die Firma ist immer noch da und die ist immer noch leistungsfähig, aber braucht nicht mehr so viele Leute. Also, die ganze Deindustrialisierung, die die Leute ab und zu behaupten, die es nicht gibt, haben wir geschafft, weil wir eine Berufsbildung haben. Aber wo sind die Bürgerlichen, die gegen die Akademisierung kämpfen? Oder das andere beim Staat? Wo sind wir Bürgerlichen, die sagen, Kopfendeckel kann nicht sein, dass der Kanton Zürich mehr Beamte hat, und ich sage extra Beamte, obwohl sie es nicht gerne haben,
Als Bundesverwaltung, da stimmt ja etwas nicht. Also das ist ja natürlich ein Grund, wieso man Leute aus der Industrie, Leute, die die Industrie vertreten, Leute, die die Berufsbildung vertreten, nach Bern sollen wählen. Mhm. Das ist, danke für die Wahlempfehlung diesbezüglich. Und es ist tatsächlich so, dass viele Interessensvertreter natürlich dann in Bern gewisse Sachen dann plötzlich, wenn sie vom Staat etwas wollen, halt nicht mehr mit der gleichen Klarheit sagen tun. Mhm. Da bin ich aber überzeugt, wenn man gehört hat, der Frust aus unseren Firmen, mhm, dass es nicht sein kann, dass der Staat so viele Stellen aufbauen tut. Mhm. Und der Unwille, dass man oftmals Digitalisierung eben nicht ausnutzen tut, um mhm dann auch gewisse alte Zöpfe abzuschneiden, mhm, da würde ich mich natürlich einsetzen. Einfach noch mhm ein Punkt. Du hast gesagt, bei der PFZ, man muss die EU dazu bringen. Mhm. Fair Punkt. Aber was, das braucht Jahre. Mhm. Wenn du wirklich etwas ändern willst, dann müssen wir selber bei uns intern etwas anfangen. Und dann bedeutet das, mit Wertschätzung für Berufsbildung wieder massiv stärken, damit wir noch viel mehr Leute haben, die die sensationellen, sinnstiftenden Jobs machen können, wo namentlich die Jungen, wenn es darum geht, Klimawandel ist ein Problem, statt sich anzukleben, kommen sie in unsere Industrie, weil dort werden die Lösungen für all die Themen gemacht, in der Schweiz oder im Ausland. Und da machen wir den besten Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Und wenn wir keinen Fachkräftemangel mehr haben, dann nimmt auch die Zuwanderung automatisch ab. Gut, das müssen wir dann schauen. Aber was ich ganz wichtig finde, oder, wenn du sagst, jetzt gehen wir auf Bern und wir tun jetzt das ändern, du gehst auf Bern, dann finde ich zum Beispiel, warum machen wir als Bürgerlich nicht einmal endlich eine Initiative, wo man sagt, erstens, 35'000 Leute in Bern sind genug. Die Bundesverwaltung darf nicht mehr Leute haben. Einfach ein Plafond. Oder warum machen wir das nicht mit den Löhnen? Wir sagen einfach, die Bundesverwaltung darf nicht systematisch höhere Löhne zahlen als Privatwirtschaft. Wenn die schon eine Jobsicherheit haben, die wir alle nicht haben in der Privatwirtschaft, dann müssen sie damit leben, dass sie vielleicht 10% im Schnitt weniger verdienen. So war es ja früher noch. Das war ja der gute Deal. Als Beamter hätte man dich nicht können. Dafür hast du ein bisschen weniger verdient, oder? Warum machen wir nicht konkret, dass es auch wehtut, dass es merkt, oder? Zwei Punkte. Auf der einen Seite, wir haben eine Linie gehabt, ich war schon mal bei 33'000 gewesen. Was macht man? Und das ist der Bundesverwaltung nicht anders als jeder Grossbetrieb. Dann tut man externe Consultants einstellen. Mhm. Nachher sagt man, die externen Consultants sind teuer. Also tun wir es wieder aus Kostengründen reinsourcen, etc. Also die Bundesverwaltung ist dort nicht anders, nämlich clever, als auch grosse Firmen, grosse Organismen haben ein Eigeninteresse, wo ich sofort dabei bin. Man muss, und das ist der Budgetprozess, das ist die Finanzkommission, das ist auch der Druck auf den Finanzminister, und dort haben wir mit der Karin Keller-Sutter sicher jemanden, der die Schuldenbremse muss, will umsetzen und wo dort auch strikt ist. Man muss in Bern in den Budgetdiskussionen sagen, wie viel die Inflationskompensation ist oder wie viel die Lohnerhöhung ist, und dann soll sie nicht über der Inflation, klar, nicht über der Inflation liegen. Und das Zweite ist, ein Plafond einsetzen. Ja, und man muss vor allem bei jedem Bundesamt und bei jedem Departement fragen, was machen wir für Digitalisierungsinitiativen? Wo ist Digitalisierungsdividende? Wo können wir auch Leute verschieben von Bereichen, die wir heute nicht mehr brauchen, die anderen Bereiche, wo es vielleicht wichtiger ist? Es gibt staatliche Stellen, die zentral sind. Und ich bin der Erste, der sagt, ein fokussierter, aber dort gut schaffender Staat ist ein extremer Vorteil von unserem Land, weil alle meine Firmen oder alle unsere Firmen in der Swissmem sagen, ein zentraler Vorteil von der Schweiz ist, sie können auf der Gemeindesebene, der Kantonsebene oder sogar auf der Bundesebene, sind sie relativ schnell und ihnen wird mindestens mal zugelassen. Also da hast du sicher recht, aber ich glaube, dass umso mehr Beamte, die wir haben, oder Bundesangestellte, eben erst genau da, wo du sagst, wo die Leute schätzen und wo die Wirtschaft weiss, das ist gut, eigentlich verloren geht. Das merken völlig wir. Völlig oder? Bei der Bundesverwaltung merken wir das. Sie treten ja auch unglaublich arrogant langsam auf. Die haben das Gefühl, sie wissen alles besser. Sie sind in einem richtigen Stau von promovierten Beamten, oder? Die sich auch noch verwirklichen wollen. Ich finde, ganz ehrlich, da müssen die Bürgerlichen mal viel härter reingehen und einfach wirklich sagen, der Staat ist wichtig. Den haben die ja mehr aufgebaut. Absolut. Der ist super. Aber jetzt ist mal fertig. Es kann nicht sein, dass der Kopfdeckel mehr am Schluss DDR sind, wo irgendwie die Hälfte der Leute beim Staat arbeiten. Das geht einfach nicht. Und das wollen wir nicht. Und da muss man auch ein bisschen, glaube ich, ein bisschen deutlicher sein. Aber wir kommen zum zweiten Thema, das ich auch ein bisschen finde, oder? Wo der FDP, der Terry Burkhardt hat zwar jetzt richtig mal gesagt, oder? Ich sage immer in Bern einfach, wir müssen jeden Tag dreimal Atomkraftwerke sagen. Atomkraftwerke und Atomkraftwerke. Mhm.
Energiepolitik aus Sicht des Swissmem, aus Sicht des FDP-Kandidaten Stefan Brubacher. Was müssen wir jetzt machen in den nächsten 4 Jahren? Wir müssen absolut Energieversorgungssicherheit haben. Das ist zentral. Es kann nicht sein, dass wir schon nur die Diskussion haben. Haben wir Blackout, haben wir Energiemangellage. Zweitens mal, sie muss zu wettbewerbsfähigen Preisen sein. Und das Dritte ist, sie soll möglichst CO2-neutral produziert werden. Also das haben wir ein Energietrilemma. Mhm. Und von dem her ist klar, man muss alles machen. Also man soll Solarzellen bauen, man soll Wasserkraft aufbauen, man soll das Netz nicht mehr ausbauen. Aber wir sehen ja am Widerstand von der Bevölkerung, Wind will man nicht machen. Wir sind kein Windland, fair enough. Wasserkraft ist eine Schwierigkeit, weil gewisse Verbände immer noch Einsprachen machen. Und damit ist in spätestens 1,5 Jahren klar, wenn nämlich der Solarexpress nicht das gebracht hat, was das Parlament sich erwünscht, nämlich 2 Terawattstunden, eine davon im Winter, dass es nicht anders geht, als erstens einmal das Technologieverbot bei den AKW so rasch als möglich zu streichen und zweitens einmal sich zu überlegen, wo könnte man ein neues AKW machen. Und dazwischen muss man, aber das ist eigentlich gegessen, dazwischen muss man akzeptieren, unsere AKW sind so lange wie möglich zu betreiben, solange sie sicher zu betreiben sind. Und da habe ich enormes Vertrauen in unsere Betriebe. Und darum, wir von der Industrie, Energieversorgungssicherheit, wir brauchen sie, aber wir bieten gleichzeitig eben auch die Lösung. In all diesen Technologiebereichen oder Energiebereitstellungsbereichen, dort sind wir vorne dabei und dort können wir einen Beitrag leisten zur Lösungsfindung. Aber die Gesellschaft muss aufhören, sich selber zu belügen und zu meinen, dass wir einfach mit dem so weiterfahren wie jetzt nicht in einen Energiemangel kommen. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist nicht Gesellschaft. Ich glaube, die meisten Leute in der Bevölkerung wissen ganz genau, dass es nicht funktioniert mit der Sonne und der Wind. Das wissen die Leute eigentlich. Wir geben viel zu fest den Linken an, auch im Narrativ, oder? Ich meine, du hast das Narrativ jetzt auch wieder schön bedient, oder? Ich verstehe es, oder? Man sagt, ja, wir brauchen Solar, wir brauchen Wind, wir brauchen das, wir müssen das Netz ausbauen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, erstens wissen wir, dass politisch der Widerstand bei allem dem sehr, sehr gross ist. Also genauso gross wie bei einem neuen AKW oder wahrscheinlich aus meiner Sicht grösser, wie nämlich dezentraler. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch technisch wissen wir eigentlich, das ist eine lausige Lösung. Wir haben nicht so viel Sonne. Wir haben immer ein Problem im Winter. Und der Wind, hast du auch gesagt, wir haben fast keinen Wind. Ich meine, dass Dänemark Wind macht, das ist okay, aber wir haben wirklich wenig Wind. Wir haben aber Wasserkraft. Und anstatt, dass wir das machen, was wirklich offensichtlich ist, und was unsere Vorfahren gemacht haben, Wasserkraft und Atomkraft, das ist eine super Kombination gewesen. Und ich glaube, ihr meint auch von der Industrie her, viel mehr Klartext reden und sagen, nein, zuerst wollen wir die Wasserkraft ausbauen und die Atomkraft. Und dann mit der Windrädli und mit der Solar. Hey, das ist nice to have. Wenn der Herr Glättli das unbedingt will, soll er eins auf seinem Dach machen. Aber, oder? Wobei, also, ich erlaube mich dir zu widersprechen. Ich war gestern bei der Paxis, die stellen einen Grossteil von der, oder die stellen die Maschine her, die einen Grossteil von der Kunststofftuben für das Anpasten oder von den PET-Fläschchen-Verschlüssen produziert werden. Weltweit. Sensationelle Firma in Rüti. Die haben eine neue Fabrik aufgestellt. Die dünnt dann ihre Solarzellenanlagen und etc., was sie sonst noch gemacht haben. 60-100% von ihrem Produktionsaufwand dünnt sie selber herstellen. Ja, das also, das ist wichtig. Das ist ja schön. Lass mich noch 2 Punkte sagen. Sie sagen, viele von ihren internationalen Kunden verlangen genau das. Mhm. Sie machen es also auch deshalb. Jetzt aber zu aber aus politischen Gründen eigentlich, weil das einfach ein bisschen Thema ist. Das ist einfach das, was ihre Kunden verlangen. Das wird jetzt nicht mehr so wichtig sein, wenn die Kunden plötzlich merken, das Zeug kostet alles viel mehr, weil die Energiepreise hochgeht, sagen die Kunden, du, ist mir gleich. Das ist der erste Bereich, was unsere Firmen machen. Ja. Und der zweite Bereich ist folgender. Ich gebe das absolut zu, ich bin ein völliger Handwerker, ein Polithandwerker und ich schaue, wie komme ich an ein Ziel an, in möglichst kurzer Zeit, mit möglichst grosser Möglichkeit von einem Erfolg.
Und dort sehe ich einfach, dass es viel, viel besser ist, wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben gewisse Chancen und das Potenzial bei Solar. Ja, wir wollen unbedingt die Wasserkraft aufbauen. Und es ist eine Schande, dass wir im Moment als Grimselkraftwerk an die neue Staumauer bauen und noch nicht Bewilligung haben, für die 23 Meter die Staumauer erhöhen. Wir müssen möglicherweise die ganze Baustelle wieder abbauen, weil es Einsprachen gibt, um nachher die Baustelle noch zu erhöhen. Du musst mal achten, die Asymmetrie. Es geht ja nur darum, wie man tut, wie tut man es framen. Oder sagen wir zuerst, unsere Prioritäten sind Atom- und Wasserkraft, weil wir glauben, dass das viel besser funktioniert und vieles intelligenter System ist, auch billiger, wie die ETH jetzt auch gesagt hat, oder? 11 Milliarden günstiger, wenn man Atomkraftwerke noch lange nutzt. Das ist wirklich viel Geld. Tun wir zuerst beim Framing, zuerst sagen da, wo unsere Prioritäten sind, und nachher sagen wir als Kompromissangebot, ja, taktisch auch, finde ich okay. Ihr könnt aber auch noch Solaranlagen und Wind bauen, wenn ihr das wollt, oder? Muss mal schauen, die Linken. Die Linken sind noch nicht einmal so weit, dass sie zugeben, dass wir Atomkraftwerke brauchen. Weil sie genau wissen, das Narrativ entscheidet. Oder? Sie haben uns gezwungen, dass wir immer den Schrott erzählen vom Solar und vom Wind, wo wir eigentlich wissen, ja, es löst unser Problem nicht. Unser Problem würden wir sofort lösen, wenn wir 5 neue Reaktoren machen würden, Nuklearreaktoren. Leck du mir, geht es uns gut. Oder? 5 Jahre müssen wir bauen und so weiter. Wir müssen nur, weißt du, dass man noch einen Kompromiss machen muss. Völlig gegessen, klar. Aber das Framing müssen wir mal endlich ändern. Wir müssen nicht immer auf die Linken eingehen. Du hast vorher Work-Life-Balance gesagt. Das ist genau das Gleiche. Dort müssen wir es auch kehren. Die Sicher reden immer von der Freizeit. Nein, wir reden jetzt mal von der Arbeit. Arbeit ist etwas Gutes. Arbeit ist etwas Schönes. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Und das, glaube ich, haben wir Bürgerliche wahnsinnig verlehrt. Die Linken haben Schrottvorschläge, aber ein super Framing. Und wir haben die richtigen Vorschläge, aber ein katastrophales Framing, wo wir immer in die Defensive uns drängen lassen. Wo wir schon defensiv sind. Wo ich dir übereinstimme, das mit dem Narrativ. Absolut perfekt. Und dort würde ich es für die Industrie in einem anderen Bereich aufnehmen. Oder Kritik an der Globalisierung. 20 Jahre die NGO, die irgendwie jeden Dezember schicken sie ihre Flyer, genau, die Globalisierung schlecht, genau, ist. Dabei ist Globalisierung die grösste Armutsbekämpfung gewesen und die erfolgreichste, genau, weil man nämlich die absolute Armut zwischen 1990 und 2018, bevor Covid angefangen hat, um 80% hat können reduzieren, gemessen 1,90 Dollar pro Tag Einkommen. Also fantastisch, und wir Bürgerlichen haben es nicht geschafft, dass wir das Narrativ oder die Geschichte, wo ja hinterlegt ist mit den Fakten, anders gemacht haben. Sondern die NGOs oder gewisse linke Parteien haben uns im Trommelfeuer eigentlich die positive Wirkung vom internationalen Handel. Das ist ein super Beispiel, oder? Weil hier geht es auch wieder, wie tun wir es framen? Sagen wir zuerst, Globalisierung ist gut, so wie es du gesagt hast, oder? Auch zum Beispiel für die Schweiz. Die Schweiz ist seit dem 16. Jahrhundert in der globalen Wirtschaft verankert. Wir leben deshalb so gut in dieser Schweiz, weil wir seit 500 Jahren globalisiert sind. Tut man es so sagen? Oder sagt man zuerst, ja, Globalisierung, da haben die Linken schon recht, es gibt Verlierer. Was nicht falsch ist. Ja, es gibt Verlierer, stimmt, oder? Aber die Schweiz ist ein gutes Beispiel, das wir vorher diskutiert haben, wo nicht so viele Verlierer gegeben hat. Wir sind extreme Globalisierungsgewinner. Ist ein bisschen anders als der mittlere Westen in Amerika, wo das Problem durchaus besteht. Aber das ist, was ich meine. Und bei der Energiepolitik glaube ich wirklich, jetzt sind wir, da müssen wir jetzt wirklich lernen, das Narrativ ändern. Ich verstehe, aber ich habe einfach das anderes Narrativ. Oder wir können gerne über das Narrativ diskutieren. Ich gehe davon aus, dort, wo jeder Bürger zustimmen tut, er will Versorgungssicherheit haben, er will möglichst CO2-neutral produziert haben. Und ich sage nicht nachhaltig. Aber beides ist für Atomkraftwerke. Die anderen und Technologien dritte, sind viel weniger sicher für das. Ja, ich verstehe. Aber wenn du sagst, Versorgungssicherheit, CO2-Neutralität und wettbewerbsfähige Preise oder sozialverträgliche Preise für den Mittelstand etc., dann tust du das Framing, den Rahmen setzen, damit du nachher die Diskussion kannst automatisch hinbringen zu diesen beiden Themen. Die Linken reden nicht so wie du.
Die Linken sagen, wir wollen Solar und wir wollen Wind. Richtig. Das ist konkret. Jeder Bürger weiss, dass das gemeint ist. Jeder weiss es. Nachher fangen sie an zu lügen und sagen, das ist wirklich Lüge. Ich meine, die Versorgungssicherheit kannst du nicht herstellen mit Solar und Wind. Das weiss jeder. Du kannst einfach Zahlen anschauen, oder? Also du kannst es mindestens nicht zum vernünftig finanzierbar herstellen. Nein, du kannst es nicht einmal praktisch. Lies die ETH-Studie. Ist völlig klar. Doch, wir können es nicht einmal. Wir müssen nachher importieren. Ja, wir haben nachher im Winter grosse Importe. Aus Ländern, die selber auch das Gleiche ja falsch machen wie wir, oder? Aber gleich, wir müssen nicht zu lange über das Narrativ reden, sondern ich glaube, grundsätzlich ist klar, in der Energiepolitik, glaube ich persönlich, wir sind eigentlich in einer guten Lage. Ich habe nichts dagegen, wenn man noch ein bisschen wartet, bis die Linken und die Grünen sich dreimal in die Wand hinein manövriert haben, weil das haben wir jetzt gesehen im Wallis, es geht ja nicht einmal vorwärts. Sie können es ja nicht einmal durchsetzen. Aber dann muss man jetzt, und da finde ich, die Maschinenindustrie muss dafür wahr, immer wieder sagen, Atom, Atom, Atom. Wir brauchen das. Das ist das Realistischste, was wir eigentlich haben. Wir müssen es nur politisch gewinnen. Wir wissen, dass wir recht haben. Aber wir müssen das Narrativ jetzt neu prägen. Dass die Leute merken, hey, das ist wirklich die beste CO2-neutrale Technologie, die wir haben, um den Klimawandel zu bekämpfen oder abzumildern, oder? Ja, also, schau, das, was wir sagen, ist Atom, also wir sagen Technologieoffenheit und dann kommst du automatisch. Ja, aber nicht die normalen Bürger. Wir als Industrie sagen das. Und das ist ein, vergiss nicht, wir als Industrie sind ja Lösungsbringer in ganz vielen Technologien. Mhm. Oder? Und dort sagen wir haben eine Technologieoffenheit, weil wir global zu Offenheit sein. Du hast Dänen vorher erwähnt mit ihren Windrädchen. Mm-hmm. Die grössten Windrädchenhersteller sind im Moment Chinesen. Mm-hmm. Die können das alles nur machen, weil sie Schweizer Schleifmaschinen brauchen. Also, ja, und ich weiss auch, dass zum Beispiel wir tun ja die Regler, wie heisst es, Kopfdeckel, weißt du? Balsenholz tun wir machen. Also, von dem, wir liefern Lösungen und dann, wenn du mit dem Trilemma oder mit diesen drei Zielen kommst, dann schaffst du es automatisch zum richtigen Schluss. Du musst das Volk mitnehmen. Aber oder das ich ist Schweiz akademisch. Nein, Markus, dort, wo wir eine Diskussion haben, ist, wir sagen schon Klartext, nämlich das Dreieck, und dann musst du Schritt für Schritt das jetzt das Volk hinnehmen, wo die Linken 20 Jahre von ihrem Narrativbuilding Zeit gehabt haben, um das Volk irgendwo ranzubekommen. Können wir nicht innerhalb von einem Tag mit dem Holzhammer machen, sondern du musst unsere Mitgliedschaft, du musst das Volk, du musst den Stimmbürger mitnehmen mit einem Narrativ. Weißt du, das Dilemma kannst du gut deinen Mitgliedern erzählen, die kommen sofort raus. Aber der Bürger nicht. Und noch eines, die Linken reden nicht von Dilemma. Das stimmt, das machen die nicht. Das macht ab und zu der Cedric Wermuth, wenn er wieder irgendwelche marxistischen Theorien erzählt, aber das erzählt er nur uns. Im Wahlkampf macht er das nicht. Und das müssen wir wirklich klarer reden. Gut, jetzt gehen wir noch schnell aufs zentrale Thema überhaupt auch von deinem Wahlkampf. Oder? Es geht wirklich darum, du willst als Wirtschaftsvertreter dorthin, du willst für liberale, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen kämpfen. Was sind da die wichtigsten drei? Ich sage jetzt einfach drei, oder? Wenn dich jetzt einfach fragt, was müssen wir wirklich ändern und wo tust du als Nationalrat dich total einsetzen, dass das in Bern ändert? Der erste Punkt ist, wir exportieren 80% von unseren Gütern direkt, mindestens, weil wenn du dann den indirekten Teil noch dazu zählst, ist es über 90%. Also muss der Markt weiterhin offen sein. Das dazu bedeutet, wir brauchen eine Lösung mit der Europäischen Union als wichtigsten Exportmarkt. Aber wir brauchen weit darüber hinaus auch Freihandelsabkommen zu den raschesten wachsenden Märkten. Das ist Indien, das ist Mercosur, das ist Thailand, Vietnam etc. Ja. Und wir bräuchten dann auch eine Verbesserung von einem Freihandelsabkommen mit China haben. USA wäre ein Wunschtraum, aber leider möchte die und die nächste amerikanische Regierung, whatever sie ist es wahrscheinlich schwierig. Also der Marktzugang für unsere sensationellen Produkte, der muss weiterhin gegeben sein. Das Zweite ist, wo ich mich absolut einsetzen will und wo ich, wenn ich jetzt flyern gehe, eine enorme Unterstützung auf der Strasse gesehen. Wir müssen die Berufsbildung wieder mehr stärken und sie muss Wertschätzung bekommen. Mhm. Und dort hast du einen wichtigen Punkt genannt, die Verakademisierung, wo eigentlich immer mehr Berufe verhindern tun, dass Leute in die Berufsbildung gehen, die muss gestoppt sein. Und dort ist es aber auch, wenn wir von Migration am Anfang geredet haben, wir müssen Leute aus Deutschland, aus Frankreich oder wo sie auch immer kommen, denen Eltern müssen wir sagen, euer Kind muss nicht ins Gymi gehen, damit es einen Erfolg hat in der Schweiz, sondern der Erfolgsweg ist in der Schweiz
Berufsbildung. Weil von der Berufsbildung aus kann man eigentlich alles erreichen. Und wenn man dem Thomas Zurbuchen, einem früheren CEO von der NASA, zulässt, dann sagt er, er hätte Milliarden nicht ins All versenkt, wenn er Techniker gehabt hätte bei der NASA, die eben nicht Fehler gemacht haben, wie sie das dort gemacht haben. Und das Dritte ist, die ganze eigentlich als langweilig angeschaute Rahmenbedingungspolitik. Mhm. Wir sehen in Europa, in Amerika, die werfen Milliarden zum Fenster raus für Industriepolitik, Subventionen, das Geld haben sie nicht. Mhm. Wir wollen das von der Industrie nicht, aber wir wollen gute Rahmenbedingungen. Das bedeutet tiefe Steuern. Das bedeutet weiterhin eine hervorragende Infrastruktur. Wir brauchen ausgebaute Strassen, Staus darf es nicht geben, ausgebauten ÖV, auch den brauchen wir, ausgebaute Flugverbindungen, auch das brauchen wir. 5G muss endlich Realität werden. Und all diese Themen, und dazu gehört auch, dass wir eine unabhängige Nationalbank haben, damit Geldpolitik weiterhin möglichst tiefe Inflation ist und die Schuldenbremse darf nicht fallen. Wir werden in den kommenden Jahren immer mehr Politiker haben, die Schuldenbremse auflösen wollen, weil es ist doch so schön, Geld zu verteilen. Das darf es nicht geben. Und das sage ich jetzt vor allem als Bürger, weil ich habe immer gelernt, Politiker möchten sehr gerne Geld verteilen, weil es auch Politiker sind, Menschen. Man muss sie an Mast binden, damit sie nicht Geld können verteilen im Interesse vom Land. Und da ist die Schuldenbremse da. Ich glaube, das ist auch, ich meine, wir haben ja gerade das Jubiläum jetzt gefeiert, oder? 20 Jahre Schuldenbremse, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Freisinnige Erfolgsgeschichte. Kasper Filiger hat da unglaubliche, riesige Reform gemacht, die unglaublich wichtig ist für das Land. Und deshalb, gerade die Schuldenbremse erinnert mich daran, wir brauchen wirklich einfach eine Beamtenbremse. Wir brauchen eine Beamtenbremse, die einfach heisst, fast 35.000. Fertig, jetzt ist fertig, es gibt nicht mehr. Und wenn ihr müsst halt die Leute abbauen, dann müsst ihr halt überlegen, welche Aufgaben sind wichtig und welche müssen wir noch machen. Sie machen so viele Sachen, die sie nicht machen müssen. Und das mit den Consultants würde ich natürlich auch anfangen verhindern. Das weisst du auch, du weisst bei den grossen Unternehmen, ich weiss es auch. Überall, wenn du zu viel Geld hast, gibst du aus. Das ist der Privat. Unternehmer nicht anders als der Beamte. Das ist nicht der Punkt. Aber beim Privatunternehmen weisst du auch, ab und zu ist halt der Markt so, dass du nicht mehr das Geld hast. Du hast es einfach nicht mehr. Und das müssen Beamten auch erleben. Ich finde, vielleicht müssen wir auch einen Anreiz schaffen. Weißt du, dass man sagt, Chefbeamte und Bundesräte und Regierungsräte, ein Teil der Einsparungen, die sie machen, kommen sie als Lohn über. Weißt du, auch mal ein Bonus, dass du als Chefbeamter, wenn du 10 Leute entlassen hast, dann kommst du aber mal einen Bonus über. Also weißt, ich finde, da müssen wir ganz, ganz neues Zeug denken. Und das Zweite, was ich auch nachher schnell aufnehmen wollte, völlig einverstanden mit dem, was du gesagt hast, Berufsbildung, glaube ich aber nicht, dass es langt, den Eltern, die eben aus dem Ausland kommen und das Gefühl haben, Gym ist das Einzige, das zu sagen, sondern wir müssen wirklich anfangen, gut überlegen, oder? Wir müssen schauen, dass wir vielleicht bei den Studenten wirklich anfangen, ja. Überall ein Numerus Clausus. Wir brauchen nicht so viele Historiker. Einfach nicht. Ich bin Historiker. Ich dachte, du würdest sagen, wir brauchen nicht so viele Juristen. Ja, vielleicht mehr nicht. Gesunder Menschenverstand statt Juristen. Wir müssen Studiengebühren so aufentun, dass die Leute sich wirklich überlegen, mache ich das Investment oder nicht? Hole ich das Geld wieder rein oder nicht? Es kann nicht sein, dass wir so einen extremen Sog haben ins Gymi und nachher die Universität und wir bilden eigentlich so viele künftige Beamten aus. Oder NGO-Mitglieder. Oder? Das ist ja dann das zweite Thema, das wir jetzt nicht mehr vertiefen können, dass an den Universitäten unglaublich viele linke Professoren langsam sind und praktisch alle, nicht alle, aber viele Studenten, einfach als Linke diplomiert werden. Oder? Also das ist ja politisch nicht gut. Gut, jetzt was noch ganz kurz, FDP. Was sollen sie jetzt noch machen? Was machen sie noch, bis die Wahlen sind? Was die FDP macht, was ich persönlich mache, mobilisieren auf die Straße. Wir müssen uns zeigen, ich bin vorher gerade am Flyer verteilen gewesen, mit meinen Bibeln verteilen. Dann schaue ich, und das mache ich sicher falsch, ich versuche nicht nur den Flyer einfach zu verteilen, damit sie meinen Namen gesehen haben, sondern ich versuche mit den Leuten zu reden. Das ist zwar nicht immer ganz effizient, aber mir macht der Austausch mit den Leuten Spass. Mir liegt das Land am Herz und das Land existiert dank seinen Leuten. Und von dem her muss die Partei, und da bin ich überzeugt, das machen alle, weil wir gehen auch miteinander flyern, wir gehen miteinander auf die Podien. Wir müssen zeigen, das Land lohnt sich als kleines Paradies, damit man die Ärmel zukrempeln tut, damit wir sicher sind, dass auch künftig
Wohlstand und Sicherheit in diesem Land herrschen tut. Dazu braucht es eine starke FDP, weil die FDP ist immer bereit gewesen, Lösungen mit anderen bürgerlichen Partnern zu suchen. Und nach der Wahl, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, müssen wir wieder zurückkommen zu einer Politkultur, die lösungsorientiert ist, wo man sich vorne durch in einer Arena natürlich irgendwie reiben tut, auch mal schön eins auf den Kopf gibt, aber hindurch müssen wir für das Land Lösungen finden, weil das Umfeld wird immer gefährlicher, wird herausfordernder mit diesen Blöcken. Da müssen wir als kleines Land, das agil sein will, das unabhängig sein will, das unter keinen Umständen in eine EU gehen oder in eine NATO, wir müssen einfach immer einen Schritt voraus sein, drei Schritte besser als alle anderen sein. Und dann muss man miteinander, namentlich unter den bürgerlichen Parteien, Lösungen finden. Absolut, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Und ich sage es auch noch einmal, es geht wirklich ums Land. Gehen wählen, das ist mal das Erste. Gehen wählen, das ist irrsinnig wichtig. Und wählen die FDP, das ist ganz wichtig. Und drittens, der Stefan Bruttbacher. Es ist wichtig, dass Leute aus der Wirtschaft, aus der Maschinenindustrie wieder in Bern sind. Das ist extrem wichtig. Ich habe das selber tausendmal erlebt. In dem Sinne, viel Glück, Stefan. Jetzt noch Endspurt. Und in dem Sinne, danke für den Besuch. Herzlichen Dank. Merci, Markus. Ja. Das war es vom Nebelschwalter Sommershow. Könnt das schauen, könnt studieren, macht euch Notizen und alles auswendig lernen. Und wir sehen uns wieder irgendwie in zwei Wochen. Danke vielmals.